Wenn du dich für das Thema Wasser interessierst und welche Auswirkungen es auf deine Gesundheit haben kann und vor allem, wie man es positiv verändern kann mit nur zwei Zutaten, empfehle ich euch, dran zu bleiben, weil das ist wirklich sehr, sehr spannend, was ich gleich zeigen werde. Habe ich so noch nie erlebt und vor allen Dingen, ihr werdet gleich erfahren, um welche beiden Zutaten es sich hier handelt. Ich habe für dich eine tolle Studie herausgefunden mit dem vielversprechenden Titel Wasserqualität und Sterblichkeit durch koronare Herzkrankheiten in Sardinien, also in Italien. Eine geografische Analyse davon. Ja. Die Auswirkungen der Wasserhärte, das bedeutet der Mineralgehalt des Wassers auf die menschliche Gesundheit, sind immer noch umstritten und es gibt widersprüchliche Meinungen darüber, ob sie nützlich oder schädlich ist. Oft nervt es eher, wenn das Wasser hart ist, da die Haare durch den Kalk steif werden oder die Gläser dadurch weiß werden. Die Waschmaschine und der Geschirrspüler so öfter gereinigt werden müssen durch den Kalk. Ja? Selbst der Duschkopf bleibt davon nicht verschont. Ja? Vor der weit verbreiteten Verwendung von Wasser in Flaschen war es üblich, dass Menschen Trinkwasser aus öffentlichen Brunnen bezogen haben, die von natürlichen Quellen gespeist waren. Das war hier der Fall in dieser Studie, ganz wichtig nochmal. Der Mineralgehalt des Quellwassers variiert je nach Standort. In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen der Qualität des Quellwassers und den Sterblichkeitsraten aufgrund der koronaren Herzkrankheiten auf Sardinien, Italien untersucht. Doch Moment, sind wir in Deutschland nicht davon frei? Oder was interessiert uns eigentlich Calcium hier in Deutschland? Wie ist denn hier die Versorgung überhaupt? Die in der nationalen Verzehrstudie 2 ermittelten Calciumzufuhren liegt im Durchschnitt bei Männern bei 807 Milligramm pro Tag und bei Frauen bei 738 Milligramm pro Tag. Damit liegt der ermittelte unterhalb der empfohlenen Zufuhrmenge, was auch bei den meisten Kindern und Jugendlichen der Fall ist. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll, doch womit kann das Ganze zusammenhängen? Was viele nicht wissen, ist die Kalziumversorgung natürlich primär davon abhängig, wie viel Kalzium du auch zu dir führst, ja? Der Körper steuert aber die Aufnahme nochmal selbst durch einen suffizient hohen Vitamin D3-Spiegel. Ja, richtig, Vitamin D3, genau genommen die hormonelle Form des Vitamin D3s aus der Niere, auch Calcitriol genannt, steuert in den Enterozyten, das heißt in den Darmzellen, wie viel Calcium aus dem Nahrungsbrei ins Blut hinein gelangt. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Demnach müssen die Menschen auch defizitär im Vitamin D3 sein in Deutschland, richtig? Fragezeichen. Ja, laut dem RKI erreichen 2/3 der Menschen keinen optimalen Vitamin D3-Spiegel im Blut als Hydroxid gemessen. Die Studie verwendet Daten aus veröffentlichten Datenbanken und untersucht die Sterblichkeitsrate für koronare Herzkrankheiten in 377 Gemeinden über 10 Jahre. Es wurden knapp 10.000 Todesfälle innerhalb der Zeit gemessen und dann wurde geschaut, in welcher Region haben die Menschen gelebt und welches Wasser tranken sie, beziehungsweise wie viele Minerale waren in dem Wasser, welches sie tranken. Wenn dir der Content bis hierhin gefällt, lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da für meine Arbeit und schreib mir sehr gerne mal was Nettes in die Kommentare. Das könnte man brauchen bei diesem Sommer. Die Studie ergab, dass Gemeinden mit überwiegend weichem Wasser, weniger als 30 Milligramm pro Liter, eine höhere durchschnittliche Sterblichkeit für koronare Herzkrankheiten aufwiesen als Gemeinden mit überwiegend hartem Wasser, mit über 30 Milligramm pro Liter Minerale darin gelöst. Ja? In der Studie wurde auch ein umgekehrter Zusammenhang zwischen einem erhöhten Kalziumgehalt im Quellwasser und der kardiovaskulären Mortalität, das heißt Sterblichkeit, sowie eine grenzwertige Bedeutung für Magnesium und Bicarbonat festgestellt. Was bedeutet das jetzt genau? Weiches Wasser war Wasser, welches weniger Minerale enthalten hat. Das heißt unter 30 Milligramm Minerale pro Liter Wasser. Für alle Frauen und deren Haare natürlich ein Traum. Aber jetzt sage ich euch mal, dass etwas sehr, sehr Eindrucksvolles gleich auf euch wartet. Ja? Die das Ganze in Zusammenhang bringt, die Karte, die ich euch noch vorenthalten habe, kommt jetzt. Abbildung B zeigt die Regionen, in denen besonders viel oder wenig Minerale im Wasser sind. Wichtig anzumerken, diese Untersuchungen stammen aus den 90ern, wo die Menschen noch keine Flaschen benutzt haben, sondern tatsächlich Brunnen benutzt haben. C zeigt die Herzinfarkttoten nach Gemeinden aufgeteilt in Italien. Und D zeigt die chronischen Herzkrankheiten an.
Jetzt schauen wir das mal uns genauer genommen zusammen mal an. Ja? Ich erkläre euch das genau, ja, was so erstaunlich in diesem ganzen Bild ist. Ja? Oben links von mir aus, auch Nordwesten genannt geografisch, dort sehen wir am meisten Minerale im Wasser, da es sehr dunkelgrün ist. Gleichzeitig schauen wir uns mal die Karten für die Herzerkrankungen an. Dann sieht man sehr eindrücklich, dass diese Herzkrankheiten genau in diesem Bereich sehr wenig vertreten sind, wo ja sehr, sehr viel Kalzium und so weiter im Wasser war, ja. Dann ebenfalls unten mittig, das ist sehr interessant, ja, dieser eine dunkle grüne Fleck dort, ja. Dort sieht man zum Beispiel in dem Bild D, dass genau die eine Gemeinde noch hellgelb ist, also der tiefste Risikowert darin enthalten war, ja. Dieser auch dunkelgrün ist auf der Mineralkarte und alles andere davon rechts dann schon in den anderen Bereich übergeht mit einem höheren Risiko. Das war sehr, sehr spannend hier. Dann sehen wir auch ziemlich mittig, dass dort sehr mineralarmes Wasser im Umlauf ist und dort auch sehr gut die Herzerkrankungen zunehmen oder vertreten sind. Es passt nicht überall perfekt, ja, aber ich finde, man sieht hier schon einen klaren Trend, ja. Für Natrium und Chlorid wurden schwache positive Korrelationen festgestellt. Das bedeutet, dass Salz eher das Risiko erhöht, an einer Herzerkrankung zu leiden oder daran auch zu sterben, ja. Denn Natrium oder auch Chlorid ist nichts anderes als Kochsalz in Wasser gelöst, genau genommen hydratisiert heißt das in der Chemie, ja. Die niedrigsten Mortalitätsraten, ja, durch koronare Herzkranke wurden in Gebieten beobachtet, in denen Calcium und Bicarbonat Mineralwässer konsumiert wurden. Insbesondere, also reiche, ne, davon. In den nordwestlichen Regionen und südöstlichen Regionen des Sardiniens einfach, ja. Die Ergebnisse der Studie bestätigen die positive Rolle von Wasser mit hohem Calcium- und Bicarbonatgehalt bei der Vorbeugung von koronaren Herzkrankheiten. Aber auch, ja, dieses Design ist nicht ganz perfekt. Ja. Von daher an habe ich noch eine weitere Studie, um das Ganze noch ein bisschen zu quantifizieren für euch. Dadurch möchte ich euch diese Studie euch aber hier zeigen. Der Titel lautet, hat die Wasserhärte, ja, eine präventive Wirkung auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Fragezeichen. Wieso ich euch diese Studie zeige. Da es eine andere Region ist, ja, nicht Italien, sondern Iran diesmal. Und das ist ja das, was wir jetzt noch brauchen. Denn nur so kann man ja vergleichen, ja. Das Ergebnis lautet wie folgt. Im Jahre 2010 wurde ein Kalziumgehalt im Wasser von mehr als 72 Milligramm pro Liter mit einer geringeren Anzahl von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 1000 Einwohner in Verbindung gebracht, während im Jahr 2011 dieser Rückgang der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Kalziumwerten von mehr als 75 Milligramm pro Liter beobachtet wurden. Ja, das heißt, es wurde hier besser durch mehr Kalzium. Ja, das heißt, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Jahr 2010 reichte der Magnesiumgehalt des Wassers von 23 auf 57 Milligramm pro Liter. Ein Anstieg des Magnesium, das heißt, des Härtegrads des Wassers mit Magnesium, über 31 Milligramm pro Liter im Jahre 2010 und über 26 Milligramm pro Liter im Jahre 2011 wurden mit einem Rückgang der Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 1000 Personen in Verbindung gebracht. Das schauen wir uns nochmal visuell da, weil das Ganze jetzt ziemlich viel Text war. Ja? Wir sehen hier sehr schön den Trend unter der Leiste, wie viel Magnesium oder Kalzium im Wasser war, ja, die X-Achse auch genannt, ja. Je mehr, desto niedriger war das Vorkommen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Was ich besonders krass finde, ist das, was ich gerade vorgelesen habe. Dass von 2010 auf 2011 die Werte im Wasser von Kalzium und Magnesium erhöht wurden und dann schlagartig das Risiko gesunken ist für Herzerkrankungen, ja. Man sieht richtig diesen Knick im Senken des Risikos durch diese Minerale. Ja? Daher ist ein Mangel immer zu vermeiden. Es ist heute klar, dass die Ernährung alleine kaum ausreicht. Ja? Das wollte ich euch mit diesem Video nochmal mitteilen. Und von daher an, was ich seit neuestem mache, ist, ich
benutze genau diese beiden Minerale, die auch natürlicherweise im Wasser vorkommen. Und zwar, das ist natürlich die Formen, die auch in der Sangokoralle vorkommen. Und das tue ich immer jetzt ein klein bisschen in mein Wasser rein. Zumindest einmal am Tag in eine Flasche, die ich trinke, mache ich das immer ein bisschen mit rein, weil ich finde, diese Ergebnisse sind absolut bahnbrechend. Ich kann euch die Sangokoralle, die ich benutze, auch unten mal verlinken, weil es wirklich genau diese Minerale sind, zum Beispiel das Magnesiumoxid. Und könnt euch sehr gerne mal anschauen. Und ich finde, das Video war wirklich sehr, sehr spannend für mich. Ja? Daumen nach oben, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Ciao.